Das Grundproblem ist, dass die Abfertigung nicht gemacht werden kann. Der Flieger, wenn er hier rausholt, durch den Jetblast hinten alles wegbläst. Er muss jetzt mit Minimum Low Power aus der Position wieder rausrollen. Und der Follow-Me ist ja der verlängerte Arm für uns unten und sieht auch unten, was unten los ist und sagt, okay, das geht nicht, ich nehme den wieder komplett raus, drehe ihn wieder rein und drehe ihn dann wieder normal hin. Und das wäre... ja... Bitte? Der schreibt was, er möchte ganz gerne nochmal mit dem Follow-Me sprechen. Der sollte auch bitte mal anrufen, dann sag's ihm mal bitte, ja? Und da gab es wahrscheinlich Missverständnis mit dem Einwinken und das muss halt jetzt geklärt werden. Er hat zu früh angehalten und das muss er, wie gesagt, Sie haben es mitbekommen, das wird jetzt geklärt. Muss man einfach mal gucken, ja? Währenddessen geht die Sanierung der südlichen Start- und Landebahn weiter. Der heiße Teerasphalt wird auf der ausgebaggerten Fläche verteilt. Viel Zeit bleibt nicht. In wenigen Stunden muss die Bahn fest sein und der Asphalt heruntergekühlt. Die 60 cm Asphalt, die wir einbauen, sind morgens um 6 von der Oberflächentemperatur wieder so gegeben, dass so weit abgekühlt, dass ein Flugzeug problemlos landet. Temperaturmessung. Noch ist die Bahn nicht bereit. Aber bald kann der erste Flieger landen. Auf dem Ramp Tower sind die Lotsen noch immer mit dem Faltsparker beschäftigt. Die Maschine muss noch einmal raus aufs Vorfeld. Auch wenn es für die Fluggäste unangenehm ist, noch immer nicht aussteigen zu können. Sicherheit geht vor. Er muss den Flieger rausdrehen, also er muss auf einen Taxiway, also hier im Hof ist das nicht machbar. Und wenn er auf dem November ist, das ist der erste Taxiway, dann kann er den Flieger drehen und er versucht das nochmal zu parken. Ja. Gleich ist es geschafft. Michael Kimpel kann wieder zur Tagesordnung übergehen. Das Problem ist gelöst. Der Follow-Me hat den Piloten gelotst. Endlich können die Fluggäste aussteigen. Aber woran lag es? Wir hatten halt das Problem, dass der Pilot auf B10 reingerollt ist. Hat halt die kompletten Scheinwerfer angehabt, die auch zum Landen sind. Hat aber auch nicht mehr daran gedacht, beim Einrollvorgang, dass die Lampen an sind. Und der Follow-Me hat dann, nachdem der Flieger einigermaßen gerade stand, nur noch die Lichter gesehen. Hat dann aufgehört zu winken, hat die Hände vors Gesicht gehalten und ist dann weggegangen. Und der Pilot hat es so interpretiert, dass er also keine Lust mehr hat zu winken. Und dann kam halt das Missverständnis und er wollte ihm mal klar machen, machen Sie mal die Lampen aus. Gute Teamarbeit, Erleichterung bei den Kollegen. Das sind so Sachen, die brauchst du echt. In der Wartungshalle 5 machen sich Teamleiter Michael Gabel und seine Mechanikerkollegen bereit für die Nachtwartung der Sierra Charlie. Vorbesprechung. Gut, das Highlight vom heutigen Abend, das ist der Zweiermotor. Hinterher haben wir einen LK, das wisst ihr ja auch schon. Ja. Und würde ich sagen. Gut, dann legen wir los, schon mal Werkzeug. Ne? Mechaniker Hartmut Frieds beginnt mit der Vorbereitung am Triebwerk. Wir haben hier 19.627 Flugstunden. Und das ist eigentlich noch relativ junges Flugzeug, sage ich jetzt mal. Wir haben hier einen Z-Check. Ein Z-Check bedeutet, ist ein Wartungsereignis, was jeden Tag durchgeführt wird. Es geht zumindest mal jemand ums Flugzeug drumherum, schaut nach, ob offensichtliche Beschädigungen vorliegen. Es wird Reifendruck geprüft, es werden die Zustand von den Reifen, von den Bremsen wird überprüft. Und heute muss die Cargo-Klappe geölt werden. Alle Arbeiten laufen im Team. Falls Fragen auftauchen, steht Michael Gabel den Kollegen zur Seite. Bei Schichtende am Morgen muss das Flugzeug fertig sein. Hartmut Frieds nimmt sich zusammen mit Bernd Ries als erstes das Triebwerk vor. Sicherungsmaßnahmen. Ja, wir haben an dem Triebwerk hier 3 Aufträge zu erledigen und öffnen das jetzt erstmal, dass wir an alles rankommen. Wir müssen einige Sachen absichern. Ja,
Kartenbusch. Ja? Das ist aber die falsche Seite hier. Ja, wir müssen in die Mitte, ne? Halt noch mal, Herr Witt. So. Dann wird es nicht wieder sehen. Die Techniker gehen sehr sorgfältig mit ihrem Werkzeug um, achten ständig auf jedes Stück. Jeder hat sein eigenes persönliches Werkzeug. Sie sehen ja, jedes Werkzeug hat seinen eigenen Platz. Sehr übersichtlich. Und auch für die Kontrolle, für die Vollzähligkeitskontrolle kann man sofort feststellen, wenn was fehlt. Man sieht auch, wenn ein Fach fehlt, zack. Das ist halt sicherheitsrelevant. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Schraubendreher nehmen oder ein spezielles Metallwerkzeug, was im Triebwerk liegt, das könnte einen erheblichen Schaden sogar bis zum Triebwerksausfall könnte das sein. Und aus diesem Grunde ist das ein sehr wichtiger Punkt. Auch jeder macht seine Werkzeugkontrolle nach Beendigung der Arbeiten. Egal wie auch immer, das ist eigentlich mehr oder weniger die letzte Arbeit, bevor man eigentlich den Tag beendet sozusagen. Wichtig ist, dass man alles Werkzeug wieder zusammen hat. Auch sprich, was wir jetzt separat geholt haben, gerade das Spezialwerkzeug nebenbei. Zum Beispiel diese Deactivation-Fahne ist auch auf meinen Ausweis gebucht. Und wenn ich morgens nach Hause gehe, kann ich genau kontrollieren mit meinem Ausweis und kann sehen, ob ich noch irgendein Werkzeug gebucht habe auf meinen Ausweis. Das ist ein Sicherheitshinweis, dass wir eben den Reverser deaktiviert haben. Aus dem einfachen Grunde, falls wir das vergessen sollten zu aktivieren, merkt der Pilot das erst nach der Landung. Und das wäre fatal. Der Pilot könnte das Flugzeug dann nicht zum Stehen bringen. Bald wird die Sonne aufgehen am Frankfurter Flughafen. Der Asphalt auf der Südbahn braucht noch Kühlung, damit die Bahn für die ersten Flugzeuge landeklar ist. Die Asphaltdecke ist geschlossen und fest. Die Baumaschinen können abrücken. Der Sanierungstrupp hat den Zeitplan eingehalten, auch diese Nacht. Um 6 Uhr setzt die erste Maschine auf. Im Flugtrainingscenter beginnt für die angehenden Flugbegleiter der vorletzte Ausbildungstag. Einige werden heute die Rollen wechseln und Fluggäste spielen in der Attrappe einer Business-Class-Kabine. Vor 7 Wochen hat die Ausbildung angefangen und am Mittwoch ist schon Abschluss. Gibt es sehr große Unterschiede bei den Anwärtern? Schon. Also wir haben wirklich ganz junge Menschen, die dann anfangen, die mit 19 zu uns kommen, aber auch Menschen, die schon 40 sind und Lebenserfahrung mitbringen. Auf diese Seite? Mhm. Okay. Auch die heutige Trainingsgruppe ist sehr gemischt. Also seid ihr zwei auf der Seite? Wir sind hier, ihr seid... Positionsaufteilung. Das ist eine im Team besprochene Abfolge unseres Service. Die Gallimaus hat da viel zu sagen, bestimmt auch mit, wie sie das gerne haben möchte. Gallimaus ist die Dame, die in der Küche steht. Und das können wir untereinander ausmachen. Natürlich werden wir uns an die Richtlinien des Pursers halten. Es gibt welche, die bringen Flugerfahrung mit, aktiv, die bis vor kurzem bei einer anderen Airline geflogen sind, beziehungsweise auch wie hier Frau Haas, die eine Auszeit genommen hat, ihre Kinder großgezogen hat. Frau Haas ist heute die Gallimaus. Der einzige Mann im Team, Sefa Kinschu, trickst ein bisschen. Ich schreibe mir einen Spickzettel von dem heutigen Menü, was wir haben in der Business-Klasse. Einfach so als Gedächtnisstütze. Kerstin Lohse kennen wir bereits. Sie hatte schon ihren ersten Interkontinentalflug. An Franz Wernert passt auf. Da ist euer Tumbler. Alright. Haben wir Eis? Ja, hole ich dir raus. Kann ich mir auch selber holen? Nee, wir sind noch nicht. Wir haben noch keine Passagiere an Bord. Die wollen wir noch mitnehmen. Wo ist unser Ablauf? Die Saunas können Sie ruhig da lassen. Das ist mein. Ja? Okay, zum Einsteigen können Sie dann das Jackett anziehen. Habt ihr genug Speise gemacht? Jackett anziehen. Ich hänge den Ablauf hier hin, ja? Für alle. Und dann können Sie sich verteilen in die Kabine, sodass zwei an der Tür stehen und die restlichen dann in der Kabine zum Begrüßen da stehen. Wir stehen natürlich an der Tür. Die Kollegen freuen sich schon auf die Business-Class-Menüs. Ich muss früh aufstehen.
Gut, dann sind wir einsteigebereit. Es geht jetzt los nach San Francisco. Bitte schön. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ist es für Melody Rahimi nicht ungewohnt, die eigenen Kollegen zu bedienen? Es ist für uns schon realistisch. Also wir haben wirklich das Gefühl, unsere Gäste begrüßen zu können. Die sitzen gerne mal auf der anderen Seite. Hallo. Auf dem Vorfeld kommen inzwischen immer mehr Maschinen an. Alle brauchen eine Parkposition. Das Tempo steigt für die Lotsen auf dem Ramp Tower. Alpha, Lima, Mike. So heißen die Zufahrtswege zu den Start- und Landebahnen. Kannst du nach rechts? Um diese Uhrzeit ist immer viel los. Und wegen des Wetters gibt es heute Engpässe. Die Lotsen müssen jonglieren. 180 Positionen können sie auf dem Vorfeld belegen. Mehr geht nicht. Geht das? Ich frage mal. Warte mal, ich frage mal. 16:45, 17 Uhr. Okay. Alpha 11. Die Conti steht. Nächste Minute, okay? Also rechts wäre auf jeden Fall besser. Und dann nehme ich alles zurück. Conti steht nicht richtig auf der Bahn und der Schlepper kommt in die Luft. Luft hat Willi Malimalo. Und rechts auch nicht. Der volle Mix checkt das Gerät. Ja, sind Sie wieder vermessen. Wenn ihr was hin sollte, ruft bitte vorher. Michael Kimpel, der Schichtleiter, kommt ganz schön ins Schwitzen. Denn die Startbahn West, in der Fliegersprache die 1-8 West, ist nicht benutzbar. Er muss neu planen. Wir haben eine Windwarnung, wir haben die 1.8 ja nicht in Use, wird nicht benutzt wegen der starken Rückenwegkomponente. Es ist dann so, dass die Abflugrouten nur über die 07 rechts und 07 links gehen. Wird aber dann teilweise von den Towerlotsen so gemacht, dass die Südbahn für Landung genommen wird und die Nordbahn für Starts genommen wird. Und da kann es halt dann zur Verzögerung im Anflug kommen, dass die Flieger anders gestaffelt sind und dass es dann halt dadurch zur Verzögerung kommen könnte. Ein langer Stau. Und natürlich kommt jetzt keine Maschine pünktlich los. 22 Flugzeuge warten inzwischen auf die Startfreigabe. Die Dame, kann ich Ihnen Sauertuch anbieten? Entspannter Service im Training der Flugbegleiter. Und haben sich die Kollegen in ihrer Gästerolle auch nett verhalten?